Ein Hund wie ein Ferrari. Schnell, stark, schön. Doch so ein Rudel Dobermänner ist nichts für schwache Nerven. Das alte Image vom mannscharfen Wächter klebt am Dobermann. Dabei soll er heute einfach ein sportlicher Familienhund sein. Ist ein sehr großer, kräftiger Hund, mit dem man vorzüglich arbeiten kann. Er ist in der Familie sehr verträglich, er ist sehr kinderlieb. Gegen ihn spricht eigentlich das, was für ihn spricht, dass er nämlich sehr temperamentvoll ist, manchmal etwas nervig ist und man muss eine sehr konsequente Hand anlegen. 2-3 Stunden Beschäftigung doch muss er schon haben, weil sonst lohnt es sich nicht, einen Dobermann sich zuzulegen. Das ist was für Wochenmenschen, die auch sich gern bewegen und da ist er ideal. Ideal, Schatzi, komm. Auch der größte Hund fängt ganz klein an. Das Dobermännchen ist in den ersten Lebenstagen, wie alle neugeborenen Welpen, blind und taub. Eher komisch als niedlich. 9 Welpen hat die Hündin zur Welt gebracht. So viele sind bei großen Hunderassen nicht ungewöhnlich. Die ersten 2 Wochen werden vegetative Phase genannt. Wärme, Schlaf und die Milch der Hundemutter. Mehr brauchen die Welpen anfangs nicht. Doch die Dobermann-Hündin wünscht sich blitzblanke Kinder und nimmt sich jeden Welpen einzeln vor. Schon bald wird den Welpen die Wurfkiste zu klein werden. In 4 Wochen haben sie laufen gelernt und wollen die Welt erobern. Ein Rudel Dobermänner in der Morgensonne. Hoch über der Stadt ihrer Herkunft. Apolda. In Apoldas Gassen liefen gegen Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Dobermänner herum. Es heißt, ihre Urmutter war Schnuppe. Eine kleine Pinscherhündin mit dem Herz einer Löwin. Von Schnuppes Herrchen existiert nur ein Foto. Friedrich Louis Dobermann. Er war Steuereintreiber und man sagte auch, dass er Nachtwächter gewesen wäre, also auch nachts durch die Straßen gezogen ist von Apolda, von Jena und Umgebung. Und dafür brauchte er für seinen persönlichen Schutz sehr scharfe Hunde. Berühmt waren Apoldas Hundemärkte. Hier kaufte Herr Dobermann Hunde, die er mit Schnuppe und ihren Nachkommen verpaarte. Ein Brunnen erinnert heute an den Hundemarkt. Welche Rassen am Dobermann mitwirkten, ist ungewiss. Rottweiler, Schäferhunde und Weimaraner werden vermutet. Herr Dobermann starb 1894 und hinterließ eine Züchtung, die dem heutigen Dobermann nur entfernt ähnlich sah. Dieser Hunde nahm sich Otto Göller an. Der Apoldaer Hundefreund gilt als der wahre Begründer der Rasse. Otto Göller war ein Schnapsfabrikant, hatte damals Geld und das Know-how. Und er ist eigentlich dieser treibende Keil gewesen, der den Dobermann auf den Märkten nicht nur in Thüringen, sondern auch weltweit vermarktet hat. Man sagte, dass Otto Göller teilweise 150 Hunde hatte. Otto Göller gründete 1899 den Verein zur Züchtung des Dobermann-Pinschers. Der Dobermann wurde zur einzigen Hunderasse, die den Namen ihres bürgerlichen Züchters trägt. Anfangs zeigten die Hunde mehrere Farbschläge und unterschiedliche Felllängen. Heute müssen Neuzüchtungen einheitlich sein, bevor sie anerkannt werden. Seit 2 Wochen stehen die 9 Hundekinder auf eigenen Pfoten. Und jetzt, mit 4 Wochen, öffnet sich für sie zum ersten Mal die Tür zur Welt. Überwältigt stehen die Welpen an der Schwelle ihres Hundehauses. Nur die mutigsten Hundebabys wagen es. Die anderen werden mittels Futterschüssel überzeugt.
Welpenhunger ist ein Elementarereignis mit rustikalen Tischsitten. Der zweite Lebensmonat wird anstrengend für die Züchter. Fünfmal am Tag füttern, putzen, spielen und die Welpenabgabe vorbereiten. Der Dobermann ist kein gerade sehr günstiger Hund, wenn man das so will. Es gibt kein Sonderangebot. 1.000 Euro bis 1.200 Euro muss man schon aufwenden, damit man auch einen guten Hund aus seiner guten Zucht kriegt. Der erste Ausflug in den Garten war nervenaufreibend. Die Welpen sind hundemüde. Doch wieder stört die Hundemutter mit dem Zungenwaschlappen. Rasant geht ihre Entwicklung weiter. In den nächsten zwei Wochen werden aus Hundebabys mutige Mini-Dobermänner. Auf der Straße wird der Dobermann oft nicht mehr als solcher erkannt. In vielen Köpfen steckt noch das alte Bild mit kupiertem Schwanz und Stehohren. Das Apoldaer Denkmal zeigt das Auslaufmodell, obwohl die Rute seit Jahren wedelt und das Ohr schlappt. Das Kopieren sollte den Hund einst imposanter und unantastbar machen. Wenn man angegriffen worden ist, konnte man den Dobermann weder am Schwanz noch an den Ohren festhalten. Und aus diesem Grund wurde der Dobermann mit ganz kurzen Stehohren kopiert und der Schwanz wurde komplett kopiert. Vor dem Kopierverbot schnitt man den Welpen die Rute 2-3 Tage nach der Geburt ab, ohne Narkose. Die Ohren kamen unter Narkose ein paar Wochen später dran. Den ganz frühen Dobermännern ließ man nur kurze Ohrstummel. Später wurden sie nach Schablonen länger kopiert und so lange hinter dem Kopf fixiert, bis sie von selbst standen. Das ist eine nette Italienerin, die habe ich jetzt bei mir zur Ausbildung. Und die Frau ist jetzt 4 Jahre alt. Und sie sieht noch so aus wie ein Dobermann, wie wir den von früher kennen. Schöne, lange, flambierte Ohren und einen gestützten Schwanz. Ich selbst bin ja Züchter und habe mich in den letzten 10 Jahren eigentlich an das andere Bild gewöhnt. Und der Dobermann besticht durch seinen Charakter, nicht unbedingt durch diese kopierten Ohren. Kopiertes Ohr, Schlappohr, Stehknickohr, alles Dobermänner. Begegnet man noch einem kopierten Dobermann, ist es meist ein Ausländer. Auf Ausstellungen und bei Wettkämpfen sind solche Hunde längst verboten. Wir müssen sagen, im Nachhinein sieht der Dobermann für viele etwas angenehmer aus. Er sieht nicht mehr so schnittig aus, so aggressiv teilweise aus. Aufgrund des Kopierverbotes haben wir sehr viele Hunde, Freunde, Züchter und Liebhaber verloren. Als das Kopierverbot kam, da haben viele Züchterkollegen von uns einfach aufgehört und haben gesagt, das ist nicht mehr der Dobermann, so wie wir ihn mögen. Wir wollen, dass der Hund eine andere Ausstrahlung hat. Aber wir haben uns in der Familie beraten, besprochen und haben dann gesagt, es ist der gleiche Hund, der hat das gleiche Wesen, es wird sich nichts verändern im Grunde genommen. Und dann haben wir gesagt, wir machen weiter. Inzwischen bin ich auch stolz auf unsere unkopierten Hunde. Man hat sich dran gewöhnt im Laufe der Zeit und ich finde, sie sind auch so wunderschön, auch wenn sie nicht kopiert sind. Und so ein schönes Schlappohr hat ja auch was Tolles. Familie Bremer besitzt einige brave Dobermänner. Den Klassiker in Schwarz mit rot-braunen Abzeichen, aber auch den braunen Dobermann. Fritz Bremer gehört seit über 30 Jahren zu den erfolgreichsten Züchtern Europas. Bei Diemelstadt in Hessen hat die Familie den Hunden ein kleines Paradies geschaffen. Mit großen Spielwiesen und Hundesportplatz. Der Zwinger vom Residenzschloss verkauft Spitzenwelpen. Aber Familie Bremer verdient ihr Geld mit Gastronomie, nicht mit Hundezucht. Sie haben nur 1 bis 2 Würfe pro Jahr. Bremers Hunde sind gelassen, selbst wenn sie auf ihre Lieblingsfeinde treffen. Dobermänner 9 Typs. Früher war es halt so, man wollte einfach den scharfen Wachhund haben. Hauptsache, der Hund bewachte gut. Man konnte ihn als guten Sporthund gebrauchen und eben einsetzen für alle möglichen Bewachungsobjekte. Und jetzt ist es so, der Schwerpunkt liegt eindeutig darin, dass man den guten Familienhund sucht und auch will. Ein guter Familienhund konnte der Dobermann auch früher sein. Das Haus bewachen,
den Hof rattenfrei halten, die Kinderkarre durch die Stadt ziehen. Als Schutzhund hingegen wurde er von nur einer Person erzogen. So ein Hund hatte dann einen extremen Führerbezug und blieb zurückhaltend bis feindselig gegenüber Fremden. Schärfe war seit Herrn Dobermanns Zeiten das Zuchtziel und der Schutzdienst die wichtigste Arbeit des Dobermanns. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er einfach Gendarmenhund genannt. Die Polizei hat heute belgische Schäferhunde. Der deutsche Gendarmenhund ist passé und wird zum Sportler. Fährten treten, damit der Hund arbeiten kann. Wenige Duftmoleküle genügen dem Tier. Such. Jawohl. Dobermänner lieben Fährtenarbeit. Findet der Hund einen ausgelegten Gegenstand, legt er sich brav daneben. Feiner. Es sieht unspektakulär aus, fordert aber vom Hund höchste Konzentration. Und du musst auch warten, bis komplette Ruhe eingekehrt ist, dass sich alle beruhigt haben. Ganz langsam, halte fest. Dass es Schritt für Schritt sucht, halte fest. Schritt für Schritt. Diese rüber. Bravo, macht sie viel besser, wie ich gedacht habe. Mit 8 Monaten ist die Hündin noch ein Wildfang. Sie wird zurückgehalten, damit sie nicht hastig über die Spur fegt. Jeder Schritt soll erschnüffelt werden. Deshalb liegen Futterbröckchen in der Fährte. 2-3 Jahre braucht es, bis ein Fährtenhund konzentriert genug für Wettkämpfe ist. Fährtenmeisterschaften gehören für ambitionierte Dobermannzüchter wie die Bremers einfach dazu. Schönes Mädchen. Und die ist natürlich etwas stürmisch. Und wir müssen jetzt gleich sehen, dass wir diesen Drang nach vorne, dieses Wilde herausnehmen und da Ruhe reinbringen. Und das geht nur, wenn wir selber ganz ruhig sind. Dass wir nicht zanken, dass wir ausgeglichen sind, dass wir einen schönen Tag haben. Und das tun wir bei jedem Wetter und mit großer Passion. Also die erwachsenen Hunde, die können alle gut suchen und das macht uns halt viel Freude. Also früher war er ja ausgesprochener Gendarmenhund. Also er war ein sehr wehrhafter Hund, regelrecht verschrien. Kenne ich noch aus den Anfängen der 70er Jahre. Also wo ein Dobermann wachte, ging keiner rein. Und nicht nur ist auch in den amerikanischen Filmen er immer so als Bösewicht dargestellt. Morgen, Higgins. Jungs. Jungs! Das reicht. Aus, Jungs. Vielen Dank auch, Mister. Ich habe selbst einen Golden Retriever. Magnum, die Detektivserie aus den 80er Jahren. Der schrullige Verwalter Higgins besserte sein blasses Ego mit 2 Dobermännern auf. Die Hundeauftritte waren Kult und belebten die amerikanische Higgins. Dobermannzucht. Magnum, Sie haben mich erschreckt. Haben die Jungs da nicht geknurrt? Ich nehme an, in Anbetracht Ihres Zustandes hielten Sie es für unsportlich. Es ist ja gewissermaßen so, als ob man auf einen liegenden Hasen schießt. Die Dobermänner in der Serie spielten eher die Karikatur des scharfen Hundes. Dass die Rasse in Amerika so modern wurde, tat den Hunden nicht gut. Übertriebene Schönheitszucht geschah auf Kosten der Gesundheit der Dobermänner. Morgen, Higgins. Hallo, Jungs. Ah, Tristan und Isolde. Sehr merkwürdig. Für gewöhnlich sind sie freundlich. Keine Hunde, raus, raus! Ich versichere Ihnen, dass die Jungs vollkommen vertrauenswürdig sind. Pfadfinder sind vertrauenswürdig, Higgins. Dobermänner sind tödlich. Verbannen Sie sie! Zeus, Apollo, Patrouille. Auch in Deutschland gilt der Dobermann inzwischen als recht krankheitsanfällig und kurzlebig. Für Zuchthunde sind etliche Vorsorgeuntersuchungen Pflicht geworden, damit wirklich nur gesunde Hunde Eltern werden. Herr Bremer will mit seiner 8-jährigen Pina nicht mehr züchten, sondern nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Der Herr Bremer, bitte.
Hallo, guten Tag. Guten Tag. Können wir sie auf die Waage stellen? Ich glaube, sie kann das. Alle vier Füße auf das Schwarze. Vorsicht, dass sie nicht zappelt. Sehr gut. 33,2 Kilo. Wir gehen rein. Der erste Raum bitte rechts. Kommen Sie mit. Dankeschön. Eine Herzkontrolle steht an. Doch erst geht's zur Voruntersuchung. So, und wir setzen Sie zusammen auf den Tisch. Jawohl. So. Okay. Ich denke, es ist so in Ordnung. Mir geht es halt darum, dass ich weiß, dass der Hund kerngesund gut. ist. Gut. Die Läufigkeit ist auch normal oder ist die verändert? Nein, ist alles eine Vorsorgeuntersuchung mit ihren 8 Jahren. Ein bisschen abgenutzt. Äußerlich sieht Pina prächtig aus. Doch den Dobermännern droht eine rassetypische Herzmuskelschwäche. Die Tierärztin ist Kardiologin. Aber Sie hören jetzt nichts. Es ist erstmal regelmäßig und es ist gleichmäßig. Schwere Herzprobleme hätte sie gehört. Aber dann wäre es auch schon zu spät gewesen. Plötzlicher Herztod oder allmählicher Leistungsabfall bis zum Siechtum sind in Dobermann-Kreisen bekannt und gefürchtet. Nur im Ultraschall wird zu sehen sein, ob Pinas Herz wirklich in Ordnung ist. Die Hündin ist jetzt angespannt und dann rasieren sie auch noch ihr Fell. Lustig, wir schieben sie noch ein Stückchen gleich nach hinten. Schön liegen bleiben. Sehr schön, bleib, so ist es Pina, optimal. Bleib lecker, bleiben. Pina lässt es über sich ergehen. Sie vertraut ihrem Chef. Wie ist der erste Eindruck? Das sieht jetzt erstmal vom ersten Blick her nicht so schlecht aus. Damit kann man schon ausschließen, dass der Hund ein Lungenödem hat oder Herzhusten, lungenbedingt. Also er hat kein Wasser in der Lunge. Die linke Herzkammer, die kontrahiert gut. Gesund. Damit die Dobermänner insgesamt wieder gesünder werden, wird von Zuchtkandidaten sogar ein 24-Stunden-EKG verlangt. Wenn man zum Tierarzt fährt und man macht diese Herzuntersuchung, dann hat man immer ein beklemmendes Gefühl. Habe ich jetzt einen gesunden Hund? Kann ich weiter züchten mit dem Hund? Oder wie jetzt in diesem Fall Pina, so als alte Dame, die wächst einem ja im Laufe der Zeit sehr ans Herz. Ist der Hund gesund oder nicht? Und es ist total erlösend, wenn ich dann höre, es ist alles okay, es ist gut. Das Herz ist nicht die einzige Schwachstelle der Dobermänner. Auch die Gelenke sind anfällig. Hüftdysplasie, HD genannt, dieses Problem teilt die Rasse mit anderen großen Hunden. Weil Comtessa eine angehende Zuchthündin ist, wird sie in der Mühlhäuser Tierklinik auf HD geröntgt. Dafür ist eine Kurznarkose nötig. Der Lidreflex ist erhalten, also eine relativ flache Narkose. Nehmen den Hund jetzt auf den fahrbaren Wagen und fahren damit ins Röntgen. Das HD-Problem tritt familiär gehäuft auf. Wird jedes potenzielle Elterntier genau untersucht, lässt sich die Krankheit künftig zurückdrängen. Die kranken Hüften gehen auf Zuchtfehler der Vergangenheit zurück. Extreme Eleganz oder fallende Rückenlinien galten als ideal. Nur die Hunde wurden immer anfälliger. Jetzt muss der Tierarzt penibel sein. Geringstes Verkanten würde das Ergebnis verfälschen. Jetzt wird gestreckt. So, das ist das Bild von Ihrem Hund. So. -106 Grad ist perfekt, das ist ideal. 105 Grad sollte ein Hund haben, der absolut HD-frei ist. Der Dobermann-Verein in München hat damals festgelegt gehabt, das war so 1975, dass nur noch Hunde mit einer ganz perfekten Hüfte miteinander verpaart werden dürfen, über einen sehr langen Zeitraum. Und mit Stolz können wir heute sagen, dass die Auswertungen mit einem sehr, sehr hohen Grad Hunde nachweist, die wirklich HD-frei sind. Ich kann Ihnen mal ein Bild zeigen von einer Hüfte, die wirklich ein schlimmes Problem hat. Und auf der linken Seite sehen Sie einen vollkommen deformierten Oberschenkelkopf. Also bei diesem Hund sprechen wir schon von schwerer HD. Bei diesem Hund müssen wir damit rechnen, dass der in mittlerem bis höherem Alter sicherlich
Schmerzen bekommen wird im Hüftgelenk, dass man dann drüber nachdenken muss, wie man so einem Hund noch helfen kann, um die Schmerzen zu beseitigen. Strenger Gehorsam. Er scheint zum Dobermann zu passen wie eine zweite Haut. Kein Rumschnüffeln, kein Bocken, keine Ablenkung. Der Hund marschiert, den Blick unverwandt zum Hundeführer. Sitz, Platz, Fuß, hier und bleib. Alles klappt perfekt. Ohne Leine, ohne Hundekeks. Die Übungen nennen sich Unterordnung und sind Teil der Vielseitigkeitsprüfung. So werden die Prüfungen der Gebrauchshunde heute genannt. Es sieht unkompliziert aus, aber hinter einzelnen Übungen steckt viel Arbeit. Bis zum perfekten Apportieren von Gegenständen über Hindernisse kann es Monate dauern. Bei den Vielseitigkeitsprüfungen zeigen die Hunde Unterordnung und Fährtenarbeit, aber auch Schutzarbeit. Die ist umstritten. Diese Form der Nutzung des Hundes in Anführungsstriche ist eine Jahrtausende alte. Eine der Urformen war der Wachhund, der Aktive und der Passive. Und der Aktive beißt auch mal zu. Ich bin ein leidenschaftlicher Anhänger der Schutzhundeausbildung. Die Hunde sind auch alle so angelegt. Die Schutzhundearbeit beginnt mit dem Revieren, das gezielte Absuchen aller Verstecke auf dem Platz. Der Hund wird mit Handzeichen in die jeweilige Richtung geschickt. Es sieht aus wie ein Laufspiel, doch der Hund soll einen Menschen finden, einen Scheintäter, Helfer genannt. Für den Helfer ist Grundvoraussetzung, dass er einmal ein ordentliches Schuhwerk hat. In diesem Fall Fußballschuhe, eine stabile Hetzhose, um die Verletzung durch Krallen und Bisse zu vermeiden. Einen gepolsterten Beißarm, der aus Jute besteht. Er ist innen drin auch noch mal gepolstert. Und einen Softstock, um den Hund zu belasten und zu bedrohen. Und irgendwo auch ein bisschen Angst und Respekt einzuflößen. Und diese Stockschläge muss der Hund abkönnen, sagen wir, und darf den Griff im Prinzip nicht verlassen. Tut nicht weh. Ist auch biegsam, ist auch gepolstert mit Leder, also passiert gar nichts. Nervenstärke muss der Helfer mitbringen. Ist er in seinem Versteck ausgemacht, heißt die erste Übung Stellen und Verbellen, was der Hund leidenschaftlich tut. Dann nimmt ihn der Hundeführer zurück. Die Schutzhundearbeit ist eine inszenierte Verbrecherjagd in mehreren Akten. Der nächste Teil ist der Fluchtversuch des Scheintäters. Den muss der Hund vereiteln. Der Hund lässt auf Befehl vom Helfer ab, worauf er angegriffen wird. Dabei kommt der Stock zum Einsatz. Schläge, in der modernen Hundepädagogik ein Unding, gehören hier zum Prüfungsprogramm. Der Braune gibt den Schutzärmel aus und der Scheintäter wird entwaffnet. Transport. Die Schutzhundeausbildung ist heute umstritten. Wir haben hier sehr schöne Triebwechsel gesehen von der Ruhe in den absoluten Gehorsam, in schöne, volle, feste Griffe. Und wir haben hier auch gesehen, dass der Helfer im Anschluss gleich den Hund gestreichelt hat und dass der Hund mit der Beute ganz freudig und freundlich wieder auf den Helfer zurückkommt. Wir schicken den Hund auf einen Ärmel, auf eine Beute, die am Menschen hängt. So muss man es, glaube ich, definieren. Wir machen diesen Hundesport, weil wir absolut überzeugt sind, dass unsere Hunde diesen Sport auch benötigen. Der Hund kann sich meiner Meinung nach am besten durch das Gebiss ausdrücken. Und mit dem Gebiss, mit diesem Zubeißen in diesen Ärmel, kann er alles abbauen, was in ihm steckt. Seine Aggression, seine Traurigkeit, alles, was ihn bewegt. Und so bekommen wir den ganz ausgeglichenen Hund. Keine Frage, der Griff in den Ärmel ist eher Beutetrieb als Aggression. Doch der Hund wird auf einen Menschen geschickt. Theoretisch ließe sich der Hund zur Waffe machen. Dennoch halten Schutzhundefans ihren Sport für sicher.
Und wenn dann eine ordentliche Unterordnung da ist, sprich Sitz, Platz, Fuß, die klassischen Übungen, ist dem nichts dagegen zu sagen, beziehungsweise es muss auch nicht zu Problemen kommen. Viel schlimmer sind Hunde, die keine richtige Grunderziehung haben. Das heißt, die gelernt haben, wenn ich knurre, wenn ich mich steif mache, wenn ich remple oder wenn ich mitunter dann auch schon mal zuschnappe, dann kann ich mich durchsetzen. Und wenn man da nicht dagegen ankämpft, arbeitet, das ist aber bei allen Rassen so, dann muss ich sagen, haben wir ein Riesenproblem, dass es wie in der letzten Zeit zu schwersten Verletzungen kommt. Mit 6 Wochen sind die Welpen zu einer Knuddeltruppe geworden, zum Verlieben süß. Und in der sensibelsten Zeit des Hundelebens. Die Prägephase hat begonnen. Alles ist Spiel. Dabei entwickeln sie ihr Können, erproben Stärken, gehen Bindungen ein, durchleben Ängste. Sie lernen ununterbrochen und bilden ihren Charakter aus. Mit bloßer Versorgung ist es nicht mehr getan. Jetzt müssen Hundemutter und Züchter den Welpen Halt geben, Grenzen setzen, Reize bieten. Die restlichen 2-3 Wochen bis zum Abschied sind ein Fulltime-Job. Angefüllt mit Spielen, Knuddeln, Füttern, Wiegen, Entwurmen, Putzen, ein wenig lernen, ein bisschen Stubenreinheit trainieren, Papiere organisieren, impfen und chippen lassen. Das Wichtigste aber geschieht zwischendurch. Den richtigen Menschen für jeden Hund finden. Wir haben immer Welpeninteressenten, die wir wegstellen. Ich kann ein Beispiel nennen. Es ruft jemand an, fragt nach dem Welpen und erzählt zeitgleich, er habe gerade im Wald seinen alten Hund erschossen. Das sind denn Leute, mit denen sucht man keinen Kontakt. Und das sind auch Leute, die meiner Meinung nach keinen Hund mehr haben dürfen. Dann haben wir häufig Leute, die schon mal ankommen, die aus dem Milieu kommen. Weil ja die Stafford Terrier verboten worden sind, wendet sich das Milieu auch etwas den Dobermännern zu. Das kann man leicht erkennen und die schicken wir sofort weg. Da gibt es keine Verhandlungsbasis. Weggeschickt werden auch Welpeninteressenten, für die der stolze Dobermann nicht mehr als imposante Dekoration ist. Ja, diese Menschen gibt es, weil gerade wenn ich heute einen sehr großen, kräftigen, eleganten Dobermann führe, dann wenden sich schon in der Öffentlichkeit, also in der Stadt, die Blicke auf ein. Ich rate ihm einfach einen Ferrari zu kaufen, weil den kann er in die Garage stellen und ihn abschließen, was er beim Dobermann nicht kann. Trotz engagierter Züchter und Hundeführer sinkt die Zahl der Dobermann-Welpen in Deutschland. Das könnte für die anspruchsvolle Rasse gefährlich werden. Sie braucht gute Erziehung und reichlich Beschäftigung. Vielen ist es zu anstrengend. Hunde hatten früher einen klaren Zweck. Künftig werden sie reine Sozial- und Freizeitpartner sein. Ob das dem Dobermann gelingt? Er ist kein Stofftier und die Toleranz gegenüber einem potenziell gefährlichen Hund ist heute gleich null. Ike ist 14, ein Methusalem. Und ein Vorbild. Gelingt es den Züchtern, den Dobermann wieder gesünder und langlebiger zu machen, wird sich alles andere finden. Es wäre schade um den energischen Hund aus Apolda.